Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in meinem vierten Mod-Special-Video. Hier möchte ich euch ganz gerne einen wunderschönen, tollen Mod zeigen. Und zwar handelt es sich hierbei um dieses Schmuckstück. Und zwar einen echten, naja, einen echten virtuellen Chrysler Valiant Charger RT. Das ist ein absoluter Hammergerät mit 150 PS. Gut, jetzt für ein Amerikaner eher schwach auf der Brust, muss man sagen, wie es ist. Es ist nur in Anführungszeichen ein Sechszylinder-Reihenmotor mit, naja, immerhin stattlichen 340.000 Kilometer. Ja, technisch ist er super in Schuss, beziehungsweise optisch ist er super in Schuss. Technisch ist natürlich was zu machen, keine Frage. Ja, bezahlt habe ich fürs Fahrzeug um die, ich meine, 45 müssen es gewesen sein. Und ich hoffe natürlich nach der Restauration, dass der Wagen einiges bringen wird. Ja, jetzt möchte ich einmal mit euch gerne um das Fahrzeug herumlaufen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Hierbei handelt es sich um die britische, japanische Version von diesem Valiant, da es ein Rechtslenker ist. Guckt man doch glatt mal rein. Wow, das sieht doch aus, oder? Ein richtiger heißer Klassiker. Aha. Super. Ja, können wir wieder die Tür schließen. Optisch, wie man sieht, makellos 100%. So sieht der Kofferraum aus. Auch total absolut liebevoll verarbeitet. Also dieser Mod programmiert, erstellt, ist echt absoluter Hammer. Also wirklich an dieser Stelle großes Lob an den jeweiligen Entwickler, der diesen Mod gemacht hat. Echt 1A. Top. So sieht der Motor aus. Das ist ja so ein Standard Reihenzylinder, Reihenmotor, Sechszylinder mit drei Vergaser. Ja, wie man sieht, einiges zu machen. Seine technischen Hochphasen, die hat er hinter sich eindeutig, der Wagen, aber das lässt sich ja alles wieder beheben. Das werde ich natürlich auch mit euch gemeinsam machen. Allerdings erst im nächsten Video. Hier in dem Video, wie gesagt, wollte ich euch nur mal dieses Fahrzeug repräsentieren. Und natürlich den Download-Link, ganz wichtig, für dieses Fahrzeug, für diesen Mod, den findet ihr wie immer in der Beschreibung. Da einfach nur draufklicken, da kommt ihr direkt zu der Internetseite, wo es diese Mods zum Runterladen gibt. Ist alles frei von Registrierungspflicht oder sonst irgendwas, ist wie gesagt absolut kostenlos. Einfach nur draufklicken, runterladen, installieren, fertig, aus die Maus. Und dann könnt ihr auch schon loslegen, so wie meiner einer hier. Ja, apropos loslegen, ich würde sagen, machen wir eine kleine Spritztour. Schauen wir mal, ob der Motor überhaupt startet. Ui, naja, ein bisschen Startschwierigkeiten hat er. Aber das... Ui, stimmt, ich habe ganz vergessen, den habe ich von der Car Mechanic Simulator Auktion. Und dort werden die Fahrzeuge alle ohne Motoröl ausgeliefert. Warum das so ist, keine Ahnung. Ist halt so. Muss man halt berücksichtigen. Da kippe ich jetzt ein bisschen Blubber rein. Den Motorshampoo. Und ja, oh ja, jetzt ist er randvoll. Bis zum Ventildeckel. Gut. Häubchen zu, noch mal rein. Gehen wir mal Start hier. Na komm, das schaffst du. Hopp, 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 hopp. Yeah, super. Zur VMAX-Strecke, genau. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Dann gucken wir mal, was das Baby drauf hat. Ja, ich denke mal, der wird jetzt nicht allzu spritzig sein mit 150 PS. Muss man natürlich ein bisschen ja, seine Erwartungen zurückschrauben. Okay, drücken wir mal drauf. Oh. Oh. Ja, was stimmt mit dem Wagen nicht? Das ist doch, glaube ich, nicht normal, oder? Weil der geht ja gleich null.
Von 0 auf 100. Bis zum Wochenende. Echt, das gibt's ja nicht. Hallo, was ist denn hier los? Baby, was los? Hat dir jemand eine Schlaftablette gegeben oder was? Eieiei. Schon etwas seltsam. Das gibt's doch nicht. Also mit 150 PS muss er doch wesentlich besser gehen. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, der hat zu wenig Gas. Das stimmt ja nicht. Nee. Ja, zurück zur Werkstatt. Es wird noch was, wie es aussieht, Leute. Ja, wir haben es geschafft. Hier sind wir wieder. Optimal. Gut, Leute, das war's im Prinzip auch schon. Das Video war jetzt relativ kurz. Nur eine kleine Mod-Vorstellung von mir. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, den Download-Link gibt es unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch auch diesen Chrysler Valiant runterladen für euer Car Mechanic Simulator 2018 Spiel. Gut, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf. Und wem das Video gefallen hat, bitte, bitte einmal kräftig abonnieren und nicht vergessen, die Glocke mit aktivieren, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich etwas Neues hochgeladen habe, ja? Okay, danke schon mal im Voraus, bis bald, also ciao, ciao!